Moin Leute, hier sind wir wieder. Ich wollte mal so einen kleinen Anfängerguide machen. Ganz einfach. Ja, worauf, was könnt ihr beachten? Hier, die Steine. Am besten erstmal alle sammeln, um ehrlich zu sein. Und wenn es euch auf die Nerven geht, dass ihr jedes Mal Hunger, Durst habt und hast nicht gesehen, ich würde euch wirklich diese Bäume empfehlen hier. Ihr könnt hier abnehmen, essen und die wachsen wieder nach. Wenn ihr so 10 Stück habt, seid da erstmal versorgt. Es gibt Wasser und Sauerstoff. Nächstwichtigere wäre die Ladestation und ein Generator. Am Anfang würde ich euch empfehlen, sie sind diese hier oben, die Solarmodule. Damit habt ihr immer noch mal Energie und könnt euch hier eure Batterien, da müsst ihr nicht noch welche herstellen. Ja, was zu dem anderen noch gesagt, ja, am besten klopft ihr alles an hier, weil die Tischkorallen, es geht nicht nur mit dem Messer, es geht mit allen Messern, die könnt ihr alle sammeln. Ja, und sagen wir mal so, je tiefer ihr kommt, desto bessere Sachen gibt es auch. Habt ihr den Scannerraum dann irgendwann freigeschaltet, könnt ihr bestimmte Sachen suchen. Ja. Dann könnt ihr wirklich sagen, hier, wir suchen das Trockendock und alles. Findet ihr ja erst später im Laufe der Geschichte mit den ganz tiefen Modulen. Ich war sehr viel mit der Seemut unterwegs und dann wirklich zum Ende hin mit dem Zyklopen. Und ja, also ich würde mal wirklich sagen, ja, versucht es einfach mal, nur so ein paar kleine Tipps gewesen. Mit den Bäumen ist für mich eigentlich ganz gut wichtig. Seht ihr, was noch wichtig ist, ist die Höhlenstärke. Höhlenstärke natürlich Glas oder hier diese Glasscheiben. Verringern natürlich die Höhlenstärke ziemlich enorm. Dafür könnt ihr hier diese Unterdinger bauen. Das sind nämlich die Fundamente, damit verstärkt ihr das alles. Oder hier auch noch mit den Verstärkungen, wenn ihr wirklich weiter in Tiefe baut, die ihr hier dran basteln könnt. Und was noch hilft, sind die Schutz. Der Rest ist alles wirklich, was die Höhlenstärke betrifft, schwieriger. Ich habe relativ weiter oben gebaut. Natürlich, wenn ihr weiter unten baut, müsst ihr natürlich auch den Druckausgleich mit einrechnen. Ist gar nicht so. Ja, passt immer darauf auf, dass ihr genug Lagerplatz in dem Zyklopen habt und bereitet euch auf die Reisen gut vor, wenn ihr weiter tiefer möchtet. So, das war's von mir. Auf Wiedersehen.